Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich möchte euch heute eine neue Videorezension vorstellen. Und zwar geht es um die Paper Princess Reihe. Kurze Info vorweg, ich werde in diesem Video die komplette Reihe rezensieren. Ihr dürft aber, auch wenn ihr noch nicht die komplette Reihe gelesen habt oder den ersten Band gelesen habt, erstmal am Anfang dabei bleiben, dann rezensiere ich euch nur den ersten Band. Und wer dann noch weiter gucken möchte, der darf dann auch noch meine Meinung zu Band 2 und Band 3 anhören. Schaut am besten vorher einmal kurz in der Infobox vorbei, da sage ich euch, bis wann ihr spoilerfrei die Rezension zum ersten Band euch anschauen dürft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß! Paper Princess von Aaron Watt war ein sogenannter Spontankauf. Ich war in einer Buchhandlung und musste mich einfach mal umgucken. Mausi, hallo! Eine Hundeschnauze. Ich habe mich dort umgeguckt und mein Blick ist einfach an diesem Buch hängen geblieben. Ich hatte da schon bereits überlegt, den zweiten Band direkt mitzunehmen, habe mich dann allerdings dagegen entschieden, weil ich dachte, hey komm, muss das ja auch erstmal lesen. Es ist übrigens eine broschierte Ausgabe. Man kann es so aufklappen. Und hier hinten genau das gleiche. Ich finde das Cover so unheimlich schön. Seht ihr das? Das glänzt total hier mit dem Gold. Und es ist auch bedruckt. Also man kann es richtig schön fühlen und anfassen. Es ist einfach ein Buch, das sich schön ansehen und schön anfassen lässt. Der ganze Spaß kostet dann übrigens 12,99 Euro. Das finde ich aber für so eine schön gestaltete, broschierte Ausgabe total okay. Und damit ihr jetzt erstmal wisst, worum es geht, lese ich euch einmal den Klappentext vor. Diese Royals werden dich ruinieren. Seit dem Tod ihrer Mutter schlägt sich Ella Harper alleine durch. Tagsüber sitzt sie in der Schule, nachts arbeitet sie in einer Bar. Dann steht plötzlich der Multimillionär Callum Royal vor ihr. Er behauptet, ihr Vormund zu sein und nimmt Ella kurzerhand mit in seine Villa. Aus ihrem ärmlichen Leben kommt Ella in eine Welt voller Luxus. Doch bald merkt sie, dass mit dieser Familie etwas nicht stimmt. Callums 5 Söhne begegnen ihr mit Feindseligkeit. Besonders einer von ihnen macht Ella das Leben schwer. Und trotzdem knistert es gewaltig zwischen ihnen. Ob aus Hass noch Liebe werden kann? Ihr merkt schon so ein bisschen, das könnte nicht nur romantisch werden, sondern es wird tatsächlich auch ein bisschen erotisch. Das Buch zählt nämlich in den Erotikbereich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht als übererotisch empfunden. Klar, die ein oder andere Sexszene oder erotische Szene, wie man auch immer möchte, kommt drin vor. Es ist halt nicht so, dass es heißt, ja, sie verschwinden in ihrem Zimmer und naja, ne? Sondern es wird schon tiefer gegangen, in Anführungsstrichen. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist zu viel. Ihr solltet vielleicht ein gewisses Alter mitbringen und mal ein gewisses Grundverständnis zu haben, ja. Und nicht da so zu stehen, so Hand vor Mund. Aber es ist auch nicht übermäßig viel. Ich hatte tatsächlich erst überlegt, ob es, naja, vielleicht zu viel Erotik ist. So nach dem Motto, die Erotik ist der Schwerkernpunkt und darum herum wird dann so ein bisschen die Geschichte geformt. Aber es ist genau andersrum, was mir richtig gut gefällt, denn wir haben als Kernpunkt die Geschichte und da rein werden dann so ein paar erotische Elemente drin verteilt. Das finde ich voll in Ordnung. Und die Geschichte ist tatsächlich so, dass ich am Anfang überlegt habe, okay, komm, wie realistisch ist das jetzt? So ein bisschen Cinderella-Story-mäßig. Sie kommt so, sie ist halt am untersten Ende der untersten Schicht und wird dann auf einmal so hochgehoben in eine super Villa und in das Ultra-Luxus-Leben. Es ist auch so, dass mir am Anfang das alles ein bisschen zu viel war, es war mir ein bisschen zu unrealistisch, ein bisschen, also der ganze Start ging mir ein bisschen zu schnell. Es war so flupp mittendrin. Es ist mir ein bisschen zu wenig Vorspiel gewesen, wenn man so möchte. Und die Autorinnen haben einen ein bisschen zu wenig Zeit gelassen, um in die Geschichte reinzufinden. Und am Anfang war ich tatsächlich noch sehr skeptisch und dachte so, ach komm, eigentlich könnte ich das Buch jetzt auch wieder zur Seite legen und lese es gar nicht erst zu Ende. Aber über diesen Punkt bin ich hinweggekommen und habe tatsächlich mit Ella warm geworden, mich so ein bisschen an ihre Ausdrucksweise gewöhnt und habe gemerkt, dass da tatsächlich eine Figur hintersteckt und habe auch gemerkt, wie langsam
die ganze Story Gestalt angenommen hat und das richtig charakterisiert worden ist. Und man hat so ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, dass die Autorinnen sich am Anfang auch noch schwer getan haben und dann mit der Zeit aber diesen Weg hineingefunden haben. Und genauso ging es mir als Leser. Das heißt, der Anfang war echt schwer. Wenn ihr also den Anfang als schwer empfindet und abgebrochen habt, liest ruhig weiter. Es wird auf jeden Fall wesentlich besser. Und meiner Meinung nach hat dieses Buch wirklich sehr an Fahrt aufgenommen. Und es werden noch so, also es geht nicht nur um die Erotik. Es werden dann am Ende noch so ein paar Steine in den Weg gelegt. Und es passieren so Sachen, die einfach nicht auf dem erotischen Level nur sind, sondern wirklich die Geschichte am Laufen halten und Spannung mit reinbringen und ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Und dann ist es tatsächlich auch ganz interessant zu sehen, wie denn das Luxusleben so tickt oder wie die Menschen der Luxusgesellschaft einfach so ticken und was die so für Gedanken haben. Also klar, es ist eine Fiktion, aber ich finde das total ultra interessant, hinter diese Kulissen einfach mal zu gucken. Und für mich war dieses Buch auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Highlight. Ich bin sehr überrascht worden von diesem Buch, positiv überrascht. Ich hatte vorher nicht so hohe Ansprüche. Es hat sehr gut zeitlich reingepasst, dass ich gerade Bock auf was Romantisches hatte. Und ich habe tatsächlich, hab ich das hier reingeschrieben, nicht sehr lange gebraucht. Also ich glaube, ich habe bloß 2, 3 Tage, 4 Tage vielleicht. Also ich habe das Buch relativ schnell weggelesen. Es hat übrigens 380 Seiten. Und dieses tolle Buch mit dem wundervollen Cover hat von mir 3 Sterne bekommen. Einfach, oder 3 Pfötchen, wenn man so möchte. Einfach, weil der Anfang doch recht holprig war und es so ein bisschen, naja, ich habe mich am Anfang einfach recht schwer getan, aber es konnte mich positiv überraschen und deswegen zählt es tatsächlich auch mit 3 Sternen zu meinen Highlights, aber auf jeden Fall, was absolut positiv war, war, dass ich auf jeden Fall weiterlesen wollte nach diesem Buch. Und das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich eine Reihe hatte, die ich direkt hinterher weiterlesen musste. Also das finde ich schon cool. Also vielleicht könnte ich im Nachhinein das Ganze auch aufwerten, aber gut, ich habe nach diesem Buch beschlossen, ihm 3 Sterne zu geben. Von daher bekommt es jetzt 3 Sterne. Ich habe übrigens bereits vor einiger Zeit eine schriftliche Rezension auf meinem Blog veröffentlicht. Die habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Da dürft ihr auch gerne mal reinschauen. Ich habe nämlich garantiert irgendwas vergessen. Da dürft ihr dann noch mal reinschauen. Noch als kurze Info, was mir gerade eingefallen ist, das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben und aus der Sicht von Ella, die eben hier als Hauptperson auch dargestellt wird. So, für alle, die jetzt nicht wissen wollen, wie mir auch der 2. und der 3. Band gefallen haben, die sollten jetzt am besten einmal ganz schnell ausschalten. Allerdings kann ich dieses Buch schon mal als Leseempfehlung geben, wer es ein bisschen knisternder mag und ein bisschen erotische Romantik dabei haben möchte, der darf auf jeden Fall zu diesem ersten Band der Reihe greifen. Ansonsten schaltet jetzt gerne ab oder bleibt einfach dabei, dann erzähle ich euch jetzt, wie mir der 2. und der 3. Band gefallen haben. Der 2. Band heißt Paper Prints und hat dieses wundervolle blaue Gestaltungscover bekommen. Es ist ebenfalls aufgedrückt und es glitzert, also es ist auf jeden Fall total kitschig, genauso wie der 1. Band. Es hat übrigens einen Untertitel, Das Verlangen. Der 1. hieß übrigens Die Versuchung, aber es ist ja hier schon Paper Prints. Was man auf jeden Fall weiß, ich lese euch jetzt nicht vor, worum es geht. Was man auf jeden Fall weiß, ist, dass an diesem Buch nun auch der 2. Hauptdarsteller, und zwar Reed, der kommt mit dazu als erzählende Person. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur Ella als Hauptperson, sondern wir haben abwechselnd auch Reed als Hauptperson. Beziehungsweise manchmal sind es 2 Kapitel Ella und 1 Kapitel Reed und dann wieder Ella. Also es wechselt immer so ein bisschen hin und her, je nachdem aus welcher Sicht wir die Situation gerade erfahren sollen. Was mir super gut gefallen hat. Und jetzt wird es auch noch total spannend, denn nicht nur Ella und Reed stehen im Fokus, sondern auch die ganze Familie drumherum. Ella ist ja in so eine neue Familie der Royals mit reingekommen und so langsam knöpfen sich die Bande auch ein bisschen fester. Und die Brüder stehen alle mit im Fokus. Es gibt dann noch den Großen, Gideon, es gibt Easton, es gibt Sawyer und Sebastian. Und dann haben wir natürlich noch den Vater, Callum, ich weiß nicht genau, wie man es auf Englisch ausspricht. Und wir haben so viele interessante Aspekte und dann werden wir am Ende mit einem Cliffhanger hängen gelassen und das sorgt natürlich dafür, dass wir auch noch Band 3 lesen wollen. Aber auf jeden Fall ist
dieser zweite Band für mich definitiv eine Steigerung gewesen. Den habe ich übrigens, den habe ich in genau einer Nacht durchgelesen. Ich habe ihn morgens angefangen, abends weitergelesen und weiter und bin am nächsten Tag erst aus dem Bett gestiegen. Ich habe natürlich geschlafen zwischendurch, bin am nächsten Tag aber erst aus dem Bett gestiegen, als ich das Buch zu Ende gelesen hatte. Das hat mich einfach sehr schön gepackt. Und dieses Buch hat tatsächlich von mir auch 4 Sterne bekommen. Das sind ein bisschen mehr als der erste Band. Ein mehr. Das heißt, für mich gab es mit dem zweiten Band auf jeden Fall in dieser Reihe schon eine Steigerung. Weiter geht es mit dem dritten Band, Paper Palace, der jetzt ein bisschen in Silber gehalten wird. Das finde ich ein bisschen traurig. Vorher das Gold und dann das schöne Blau und jetzt ist es einfach Silber. Es ist nicht schlimm, aber es ist einfach ein bisschen dezenter als die ersten beiden Bände. Und ich habe ehrlich gesagt nicht genau verstanden, warum es jetzt hier Palace heißt. Vielleicht, weil sich alles in der luxuriösen Villa abspielt. Also den Titel habe ich tatsächlich nicht so ganz verstanden. Aber die Verführung ist hier übrigens der Untertitel. Und auch dieser Band war für mich sehr, 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 sehr gut. Ich habe ihn nicht ganz so schnell durchgelesen wie die ersten beiden Bände. Das ist aber nicht schlimm gewesen. Ich habe nämlich immer, wenn ich wieder zu dem Buch gegriffen hatte, auch wenn ich eine längere Lesepause zwischen hatte, wusste ich direkt wieder, wo ich war. Ich brauchte nur so einen Satz lesen und schon, aha, da warst du stehen geblieben. Also das Buch und der Schreibstil sind auf jeden Fall im Kopf geblieben. In diesem Fall kommen tatsächlich auch noch andere Aspekte dazu. Ich finde, die Erotik schraubt so ein bisschen zurück. Es geht auch um die Beziehung zwischen Ella und Reed, aber natürlich mit sehr, 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 sehr vielen Bausteinen im Weg und großen Bausteinen und schwerwiegenden Bausteinen. Und es kommt so ein bisschen der Aspekt der Es kommt so ein bisschen der Aspekt von Krimi mit rein. So ein bisschen vom, ja, wir haben da so einen Fall und der muss aufgeklärt werden. Also es geht ein bisschen von der Erotik vom Roman weg und wir bekommen halt diesen aufklärerischen Aspekt wie in einem Kriminalfall mit dazu. Kriminologie, das war das Wort. Und gut, da habe ich zwischendurch gedacht, ob das so reinpasst. Es wirkt so ein bisschen, als würden die Autorinnen sich da ausprobieren wollen, was so andere Genres angeht. Das ist aber jetzt nicht weiter schlimm, es hat ganz gut reingepasst in die Geschichte und hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Deshalb hat dieses Buch von mir auch 4 Sterne bekommen. Und ich würde sagen, insgesamt bekommt die ganze Reihe von mir 4 Sterne. Sie hat mich super gut unterhalten und mich toll in mein Lesejahr 2017 begleitet. Durch mein Lesejahr vor allem. Es ist ja schon ein bisschen länger her, dass es angefangen hat. Aber tatsächlich zählen diese 3 Bücher noch zu den Anfang meiner Statistiken, wenn ich denn noch viel mehr schaffe in diesem Jahr. Denn ich liege ja noch ein bisschen zurück, was das Lesen angeht. Und ein Aspekt, den ich tatsächlich vergessen habe, ist die Tatsache, dass mir der Schreibstil sehr gut gefallen hat. Also am Anfang musste ich echt ein bisschen warm damit werden, aber gegen Ende hat er mich super gut dadurch begleitet und es ließ sich locker flockig lesen. Man hat sehr oft dieses, aber nur noch ein Kapitel und dann wurden es 10, habe ich häufiger gehabt und ich kann nur sagen, die Reihe hat mich sehr begeistert und positiv überrascht und ich kann sie eigentlich jedem empfehlen, wenn du nichts gegen ein bisschen Erotik hast, spannende Romantik und die anfänglichen Stolpersteine überstehen kannst. So, ich glaube, damit habe ich tatsächlich alles schon gesagt, was mir zu dieser Trilogie einfällt. Ich hatte tatsächlich nicht gedacht, dass ich sie lese, aber hey, sie hat mich tatsächlich sehr gut begleiten können und ja, schaut doch gerne unten nochmal in meinem Blog vorbei, in der Infobox vorbei, da habe ich zu euch zu meinem Blog verlinkt. Da könnt ihr die schriftlichen Rezensionen finden, auch zu Band 2 und Band 3 mittlerweile, glaube ich, auch. Das werde ich bis dahin fertig getippt haben. Wie steht das mit euch? Habt ihr diese Reihe schon gelesen? Plant ihr noch, sie zu lesen? Oder würdet ihr sie nie um Gottes Willen lesen wollen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch meine Rezension gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Rezensionen sehen wollt von mir, dann gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und unten neben dem Abonnier-Button ist auch so eine kleine Glocke. Da könnt ihr draufklicken, dann bekommt ihr immer direkt eine Mitteilung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in den Kommentaren lesen würden. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.